Ein Bild, das viele Autofahrer kennen. Motorradfahrer nutzen die kleinsten Lücken aus, um möglichst zügig voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, sondern zeugt auch von Unerfahrenheit und mangelndem Sicherheitsbewusstsein der Fahrer. Erfahrene und verantwortungsbewusste Motorradfahrer dagegen wissen, dass der theoretisch geringe Platzbedarf eines Einspurfahrzeuges in der Praxis wesentlich größer ist. Zum Beispiel bei Ausweichmanövern vor Hindernissen auf der Fahrbahn. Das können Schutt und Steine sein, die ein Baustellenfahrzeug kurz zuvor verloren hat. Oder ein Stück Holz, das achtlos fortgeworfen wurde. Es kann aber auch ein unaufmerksamer Autofahrer sein, der den Zweiradfahrer zum rettenden Ausweichmanöver zwingt. Wenn ausgerechnet dann der Zweiradfahrer ohne genügenden seitlichen Abstand überholt wird, ist ein Unfall fast unvermeidlich. Verantwortungsbewusste Motorradfahrer fahren deshalb in der Fahrstreifenmitte. Und verantwortungsbewusste Autofahrer geben ihren zweirädrigen Verkehrspartnern den seitlichen Raum, der zur sicheren Fahrt dringend nötig ist. Dann können auch unvorhergesehene Situationen gemeistert werden, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Doch nicht nur äußerer Einflüsse wegen benötigt ein Zweirad ausreichenden Spurraum. In seinen fahrphysikalischen Bedingungen selbst ist ein größerer Platzbedarf begründet. Bei sehr langsamer Fahrt unterstützen keine dynamischen Kräfte das Gleichgewicht. Der Fahrer muss durch Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichtes auf dem Motorrad das Gleichgewicht halten. Wenn diese Tatsache von einem unerfahrenen Zweiradfahrer missachtet wird, kann es schnell zu einer kritischen Situation kommen. Bei höherem Tempo taucht dann ein anderes Problem auf. Während ein Auto die kleinste Lenkbewegung des Fahrers sofort in eine Fahrtrichtungsänderung umsetzt, kann ein Motorradfahrer nicht durch einfaches Herumdrehen der Lenkstange die Fahrtrichtung ändern. Er muss, um sein Fahrzeug an einem Hindernis vorbeilenken zu können, zuerst eine kleine Lenkbewegung zur entgegengesetzten Seite machen. Nur so kommt die Maschine in Schräglage. Achten Sie in der Zeitlupe einmal auf diese Bewegung. Jetzt. Die besonderen Kräfteverhältnisse an seinem Einspurfahrzeug machen dies erforderlich. Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausweichlinien von Auto und Motorrad macht es vielleicht noch deutlicher. Zuerst das Auto. Die Geschwindigkeit vor dem Hindernis beträgt 50 km pro Stunde. Die schwarze Linie markiert den Ausweichbogen. Nun das Motorrad, ebenfalls 50 km pro Stunde schnell. Die weiß eingezeichnete Fahrlinie des Motorrades zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass diese Fahrzeuge genügend Spurraum haben. Hier der Unterschied. Je höher die Geschwindigkeit beim Ausweichmanöver ist, umso unhandlicher wird ein Motorrad. Ein weiterer Versuch zeigt das ganz klar. Die Geschwindigkeit beträgt jetzt 70 km pro Stunde und es ist eine S-Kurve zu durchfahren. Der Fahrer des Autos kann die Hindernisse gerade noch umfahren. Mit dem Motorrad wird es unmöglich. Zwar kommt der Fahrer am ersten Hindernis noch zurecht. Das anschließend erforderliche Gegenlenken aber nimmt einfach zu viel Zeit und damit Weg in Anspruch. Die Pylonenreihe purzelt.
Fassen wir noch einmal zusammen. Motorisierte Zweiräder sind zwar schmal, benötigen aber trotzdem zur sicheren Fahrt freien Spurraum nach rechts und links. Gründe für plötzliche Ausweichmanöver können jederzeit und unverhofft entstehen. Erfahrene Autofahrer rechnen mit unerfahrenen Motorradfahrern. Zweiradfahrer leiten Richtungsänderungen durch eine kurze Lenk- und Fahrbewegung zur entgegengesetzten Seite ein. Die Wendigkeit der Zweiräder ist bei höheren Geschwindigkeiten stark eingeschränkt. Auto und Zweirad sind zwar ungleiche Fahrzeuge, aber gleichwertige Partner im Straßenverkehr. Ein Bild, das viele Autofahrer kennen. Motorradfahrer nutzen die kleinsten Lücken aus, um möglichst zügig voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, sondern zeugt auch von Unerfahrenheit und mangelndem Sicherheitsbewusstsein der Fahrer. Erfahrene und verantwortungsbewusste Motorradfahrer dagegen wissen, dass der theoretisch geringe Platzbedarf eines Einspurfahrzeuges in der Praxis wesentlich größer ist. Zum Beispiel bei Ausweichmanövern vor Hindernissen auf der Fahrbahn. Das können Schutt und Steine sein, die ein Baustellenfahrzeug kurz zuvor verloren hat. Oder ein Stück Holz, das achtlos fortgeworfen wurde. Es kann aber auch ein unaufmerksamer Autofahrer sein, der den Zweiradfahrer zum rettenden Ausweichmanöver zwingt. Wenn ausgerechnet dann der Zweiradfahrer ohne genügenden seitlichen Abstand überholt wird, ist ein Unfall fast unvermeidlich. Verantwortungsbewusste Motorradfahrer fahren deshalb in der Fahrstreifenmitte. Und verantwortungsbewusste Autofahrer geben ihren zweirädrigen Verkehrspartnern den seitlichen Raum, der zur sicheren Fahrt dringend nötig ist. Dann können auch unvorhergesehene Situationen gemeistert werden, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Doch nicht nur äußerer Einflüsse wegen benötigt ein Zweirad ausreichenden Spurraum. In seinen fahrphysikalischen Bedingungen selbst ist ein größerer Platzbedarf begründet. Bei sehr langsamer Fahrt unterstützen keine dynamischen Kräfte das Gleichgewicht. Der Fahrer muss durch Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichtes auf dem Motorrad das Gleichgewicht halten. Wenn diese Tatsache von einem unerfahrenen Zweiradfahrer missachtet wird, kann es schnell zu einer kritischen Situation kommen. Bei höherem Tempo taucht dann ein anderes Problem auf.
Während ein Auto die kleinste Lenkbewegung des Fahrers sofort in eine Fahrtrichtungsänderung umsetzt, kann ein Motorradfahrer nicht durch einfaches Herumdrehen der Lenkstange die Fahrtrichtung ändern. Er muss, um sein Fahrzeug an einem Hindernis vorbeilenken zu können, zuerst eine kleine Lenkbewegung zur entgegengesetzten Seite machen. Nur so kommt die Maschine in Schräglage. Achten Sie in der Zeitlupe einmal auf diese Bewegung. Jetzt. Die besonderen Kräfteverhältnisse an seinem Einspurfahrzeug machen dies erforderlich. Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausweichlinien von Auto und Motorrad macht es vielleicht noch deutlicher. Zuerst das Auto. Die Geschwindigkeit vor dem Hindernis beträgt 50 km pro Stunde. Die schwarze Linie markiert den Ausweichbogen. Nun das Motorrad, ebenfalls 50 km pro Stunde schnell. Die weiß eingezeichnete Fahrlinie des Motorrades zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass diese Fahrzeuge genügend Spurraum haben. Hier der Unterschied. Je höher die Geschwindigkeit beim Ausweichmanöver ist, umso unhandlicher wird ein Motorrad. Ein weiterer Versuch zeigt das ganz klar. Die Geschwindigkeit beträgt jetzt 70 km pro Stunde und es ist eine S-Kurve zu durchfahren. Der Fahrer des Autos kann die Hindernisse gerade noch umfahren. Mit dem Motorrad wird es unmöglich. Zwar kommt der Fahrer am ersten Hindernis noch zurecht. Das anschließend erforderliche Gegenlenken aber nimmt einfach zu viel Zeit und damit Weg in Anspruch. Die Pylonenreihe purzelt. Fassen wir noch einmal zusammen. Motorisierte Zweiräder sind zwar schmal, benötigen aber trotzdem zur sicheren Fahrt freien Spurraum nach rechts und links. Gründe für plötzliche Ausweichmanöver können jederzeit und unverhofft entstehen. Erfahrene Autofahrer rechnen mit unerfahrenen Motorradfahrern. Zweiradfahrer leiten Richtungsänderungen durch eine kurze Lenk- und Fahrbewegung zur entgegengesetzten Seite ein. Die Wendigkeit der Zweiräder ist bei höheren Geschwindigkeiten stark eingeschränkt. Auto und Zweirad sind zwar ungleiche Fahrzeuge, aber gleichwertige Partner im Straßenverkehr. We'll be right back.
Ein Bild, das viele Autofahrer kennen. Motorradfahrer nutzen die kleinsten Lücken aus, um möglichst zügig voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, sondern zeugt auch von Unerfahrenheit und mangelndem Sicherheitsbewusstsein der Fahrer. Erfahrene und verantwortungsbewusste Motorradfahrer dagegen wissen, dass der theoretisch geringe Platzbedarf eines Einspurfahrzeuges in der Praxis wesentlich größer ist. Zum Beispiel bei Ausweichmanövern vor Hindernissen auf der Fahrbahn. Das können Schutt und Steine sein, die ein Baustellenfahrzeug kurz zuvor verloren hat. Oder ein Stück Holz, das achtlos fortgeworfen wurde. Es kann aber auch ein unaufmerksamer Autofahrer sein, der den Zweiradfahrer zum rettenden Ausweichmanöver zwingt. Wenn ausgerechnet dann der Zweiradfahrer ohne genügenden seitlichen Abstand überholt wird, ist ein Unfall fast unvermeidlich. Verantwortungsbewusste Motorradfahrer fahren deshalb in der Fahrstreifenmitte. Und verantwortungsbewusste Autofahrer geben ihren zweirädrigen Verkehrspartnern den seitlichen Raum, der zur sicheren Fahrt dringend nötig ist. Dann können auch unvorhergesehene Situationen gemeistert werden, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Doch nicht nur äußerer Einflüsse wegen benötigt ein Zweirad ausreichenden Spurraum. In seinen fahrphysikalischen Bedingungen selbst ist ein größerer Platzbedarf begründet. Bei sehr langsamer Fahrt unterstützen keine dynamischen Kräfte das Gleichgewicht. Der Fahrer muss durch Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichtes auf dem Motorrad das Gleichgewicht halten. Wenn diese Tatsache von einem unerfahrenen Zweiradfahrer missachtet wird, kann es schnell zu einer kritischen Situation kommen. Bei höherem Tempo taucht dann ein anderes Problem auf. Während ein Auto die kleinste Lenkbewegung des Fahrers sofort in eine Fahrtrichtungsänderung umsetzt, kann ein Motorradfahrer nicht durch einfaches Herumdrehen der Lenkstange die Fahrtrichtung ändern. Er muss, um sein Fahrzeug an einem Hindernis vorbeilenken zu können, zuerst eine kleine Lenkbewegung zur entgegengesetzten Seite machen. Nur so kommt die Maschine in Schräglage. Achten Sie in der Zeitlupe einmal auf diese Bewegung. Jetzt. Die besonderen Kräfteverhältnisse an seinem Einspurfahrzeug machen dies erforderlich. Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausweichlinien von Auto und Motorrad macht es vielleicht noch deutlicher. Zuerst das Auto. Die Geschwindigkeit vor dem Hindernis beträgt 50 km pro Stunde. Die schwarze Linie markiert den Ausweichbogen. Nun das Motorrad, ebenfalls 50 km pro Stunde schnell. Die weiß eingezeichnete Fahrlinie des Motorrades zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass diese Fahrzeuge genügend Spurraum haben. Hier der Unterschied. Je höher die Geschwindigkeit beim Ausweichmanöver ist, umso unhandlicher wird ein Motorrad. Ein weiterer Versuch zeigt das ganz klar. Die Geschwindigkeit beträgt jetzt 70 km pro Stunde und es ist eine S-Kurve zu durchfahren. Der Fahrer des Autos kann die Hindernisse gerade noch umfahren. Mit dem Motorrad wird es unmöglich. Zwar kommt der Fahrer am ersten Hindernis noch zurecht. Das anschließend erforderliche Gegenlenken aber nimmt einfach zu viel Zeit und damit Weg in Anspruch. Die Pylonenreihe purzelt.
Fassen wir noch einmal zusammen. Motorisierte Zweiräder sind zwar schmal, benötigen aber trotzdem zur sicheren Fahrt freien Spurraum nach rechts und links. Gründe für plötzliche Ausweichmanöver können jederzeit und unverhofft entstehen. Erfahrene Autofahrer rechnen mit unerfahrenen Motorradfahrern. Zweiradfahrer leiten Richtungsänderungen durch eine kurze Lenk- und Fahrbewegung zur entgegengesetzten Seite ein. Die Wendigkeit der Zweiräder ist bei höheren Geschwindigkeiten stark eingeschränkt. Auto und Zweirad sind zwar ungleiche Fahrzeuge, aber gleichwertige Partner im Straßenverkehr. Ein Bild, das viele Autofahrer kennen. Motorradfahrer nutzen die kleinsten Lücken aus, um möglichst zügig voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, sondern zeugt auch von Unerfahrenheit und mangelndem Sicherheitsbewusstsein der Fahrer. Erfahrene und verantwortungsbewusste Motorradfahrer dagegen wissen, dass der theoretisch geringe Platzbedarf eines Einspurfahrzeuges in der Praxis wesentlich größer ist. Zum Beispiel bei Ausweichmanövern vor Hindernissen auf der Fahrbahn. Das können Schutt und Steine sein, die ein Baustellenfahrzeug kurz zuvor verloren hat. Oder ein Stück Holz, das achtlos fortgeworfen wurde. Es kann aber auch ein unaufmerksamer Autofahrer sein, der den Zweiradfahrer zum rettenden Ausweichmanöver zwingt. Wenn ausgerechnet dann der Zweiradfahrer ohne genügenden seitlichen Abstand überholt wird, ist ein Unfall fast unvermeidlich. Verantwortungsbewusste Motorradfahrer fahren deshalb in der Fahrstreifenmitte. Und verantwortungsbewusste Autofahrer geben ihren zweirädrigen Verkehrspartnern den seitlichen Raum, der zur sicheren Fahrt dringend nötig ist. Dann können auch unvorhergesehene Situationen gemeistert werden, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Doch nicht nur äußerer Einflüsse wegen benötigt ein Zweirad ausreichenden Spurraum. In seinen fahrphysikalischen Bedingungen selbst ist ein größerer Platzbedarf begründet. Bei sehr langsamer Fahrt unterstützen keine dynamischen Kräfte das Gleichgewicht. Der Fahrer muss durch Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichtes auf dem Motorrad das Gleichgewicht halten. Wenn diese Tatsache von einem unerfahrenen Zweiradfahrer missachtet wird, kann es schnell zu einer kritischen Situation kommen. Bei höherem Tempo taucht dann ein anderes Problem auf.
Während ein Auto die kleinste Lenkbewegung des Fahrers sofort in eine Fahrtrichtungsänderung umsetzt, kann ein Motorradfahrer nicht durch einfaches Herumdrehen der Lenkstange die Fahrtrichtung ändern. Er muss, um sein Fahrzeug an einem Hindernis vorbeilenken zu können, zuerst eine kleine Lenkbewegung zur entgegengesetzten Seite machen. Nur so kommt die Maschine in Schräglage. Achten Sie in der Zeitlupe einmal auf diese Bewegung. Jetzt. Die besonderen Kräfteverhältnisse an seinem Einspurfahrzeug machen dies erforderlich. Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausweichlinien von Auto und Motorrad macht es vielleicht noch deutlicher. Zuerst das Auto. Die Geschwindigkeit vor dem Hindernis beträgt 50 km pro Stunde. Die schwarze Linie markiert den Ausweichbogen. Nun das Motorrad, ebenfalls 50 km pro Stunde schnell. Die weiß eingezeichnete Fahrlinie des Motorrades zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass diese Fahrzeuge genügend Spurraum haben. Hier der Unterschied. Je höher die Geschwindigkeit beim Ausweichmanöver ist, umso unhandlicher wird ein Motorrad. Ein weiterer Versuch zeigt das ganz klar. Die Geschwindigkeit beträgt jetzt 70 km pro Stunde und es ist eine S-Kurve zu durchfahren. Der Fahrer des Autos kann die Hindernisse gerade noch umfahren. Mit dem Motorrad wird es unmöglich. Zwar kommt der Fahrer am ersten Hindernis noch zurecht. Das anschließend erforderliche Gegenlenken aber nimmt einfach zu viel Zeit und damit Weg in Anspruch. Die Pylonenreihe purzelt. Fassen wir noch einmal zusammen. Motorisierte Zweiräder sind zwar schmal, benötigen aber trotzdem zur sicheren Fahrt freien Spurraum nach rechts und links. Gründe für plötzliche Ausweichmanöver können jederzeit und unverhofft entstehen. Erfahrene Autofahrer rechnen mit unerfahrenen Motorradfahrern. Zweiradfahrer leiten Richtungsänderungen durch eine kurze Lenk- und Fahrbewegung zur entgegengesetzten Seite ein. Die Wendigkeit der Zweiräder ist bei höheren Geschwindigkeiten stark eingeschränkt. Auto und Zweirad sind zwar ungleiche Fahrzeuge, aber gleichwertige Partner im Straßenverkehr. We'll be right back.
Ein Bild, das viele Autofahrer kennen. Motorradfahrer nutzen die kleinsten Lücken aus, um möglichst zügig voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur verboten, sondern zeugt auch von Unerfahrenheit und mangelndem Sicherheitsbewusstsein der Fahrer. Erfahrene und verantwortungsbewusste Motorradfahrer dagegen wissen, dass der theoretisch geringe Platzbedarf eines Einspurfahrzeuges in der Praxis wesentlich größer ist. Zum Beispiel bei Ausweichmanövern vor Hindernissen auf der Fahrbahn. Das können Schutt und Steine sein, die ein Baustellenfahrzeug kurz zuvor verloren hat. Oder ein Stück Holz, das achtlos fortgeworfen wurde. Es kann aber auch ein unaufmerksamer Autofahrer sein, der den Zweiradfahrer zum rettenden Ausweichmanöver zwingt. Wenn ausgerechnet dann der Zweiradfahrer ohne genügenden seitlichen Abstand überholt wird, ist ein Unfall fast unvermeidlich. Verantwortungsbewusste Motorradfahrer fahren deshalb in der Fahrstreifenmitte. Und verantwortungsbewusste Autofahrer geben ihren zweirädrigen Verkehrspartnern den seitlichen Raum, der zur sicheren Fahrt dringend nötig ist. Dann können auch unvorhergesehene Situationen gemeistert werden, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Doch nicht nur äußerer Einflüsse wegen benötigt ein Zweirad ausreichenden Spurraum. In seinen fahrphysikalischen Bedingungen selbst ist ein größerer Platzbedarf begründet. Bei sehr langsamer Fahrt unterstützen keine dynamischen Kräfte das Gleichgewicht. Der Fahrer muss durch Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichtes auf dem Motorrad das Gleichgewicht halten. Wenn diese Tatsache von einem unerfahrenen Zweiradfahrer missachtet wird, kann es schnell zu einer kritischen Situation kommen. Bei höherem Tempo taucht dann ein anderes Problem auf. Während ein Auto die kleinste Lenkbewegung des Fahrers sofort in eine Fahrtrichtungsänderung umsetzt, kann ein Motorradfahrer nicht durch einfaches Herumdrehen der Lenkstange die Fahrtrichtung ändern. Er muss, um sein Fahrzeug an einem Hindernis vorbeilenken zu können, zuerst eine kleine Lenkbewegung zur entgegengesetzten Seite machen. Nur so kommt die Maschine in Schräglage. Achten Sie in der Zeitlupe einmal auf diese Bewegung. Jetzt. Die besonderen Kräfteverhältnisse an seinem Einspurfahrzeug machen dies erforderlich. Eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausweichlinien von Auto und Motorrad macht es vielleicht noch deutlicher. Zuerst das Auto. Die Geschwindigkeit vor dem Hindernis beträgt 50 km pro Stunde. Die schwarze Linie markiert den Ausweichbogen. Nun das Motorrad, ebenfalls 50 km pro Stunde schnell. Die weiß eingezeichnete Fahrlinie des Motorrades zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass diese Fahrzeuge genügend Spurraum haben. Hier der Unterschied. Je höher die Geschwindigkeit beim Ausweichmanöver ist, umso unhandlicher wird ein Motorrad. Ein weiterer Versuch zeigt das ganz klar. Die Geschwindigkeit beträgt jetzt 70 km pro Stunde und es ist eine S-Kurve zu durchfahren. Der Fahrer des Autos kann die Hindernisse gerade noch umfahren. Mit dem Motorrad wird es unmöglich. Zwar kommt der Fahrer am ersten Hindernis noch zurecht. Das anschließend erforderliche Gegenlenken aber nimmt einfach zu viel Zeit und damit Weg in Anspruch. Die Pylonenreihe purzelt.
Fassen wir noch einmal zusammen. Motorisierte Zweiräder sind zwar schmal, benötigen aber trotzdem zur sicheren Fahrt freien Spurraum nach rechts und links. Gründe für plötzliche Ausweichmanöver können jederzeit und unverhofft entstehen. Erfahrene Autofahrer rechnen mit unerfahrenen Motorradfahrern. Zweiradfahrer leiten Richtungsänderungen durch eine kurze Lenk- und Fahrbewegung zur entgegengesetzten Seite ein. Die Wendigkeit der Zweiräder ist bei höheren Geschwindigkeiten stark eingeschränkt. Auto und Zweirad sind zwar ungleiche Fahrzeuge, aber gleichwertige Partner im Straßenverkehr.